Navigation einmal hier rüber. Vielleicht brauche ich aber auch nur bessere Thrusters bzw. Düsen, damit ich mich schneller drehen kann. Um mich selbst. Der Typ ist immer noch am Plane, Alter. Ja, was soll ich denn sonst machen? Was soll ich denn sonst machen? Ich schaue gerade Stay nebenbei, er schaut sich auch gerade Schiffe an. Er hat 420k und spart wahrscheinlich gerade auf die Viper. Er schaut sich gerade die Viper ein bisschen länger an. Also damit ich mit meinem jetzigen Waffensystem Erfolg habe, brauche ich bessere Thruster, um schneller um die Kurve zu kommen, damit ich den Gegner schneller im Visier habe. Wer die engere Kurve fliegt, gewinnt. Engage! Leggy Leg. Bitte nicht ausfallen. Dankeschön. Die Viper kostet nur 172.000 Credits? Nee. So. Würde ich mir nicht holen. Die Cobra ist besser. Warte. Stay hat mich Elite Dangerous süchtig gemacht. Aber. Ja. Das Spiel ist geil. Finde ich. Bis jetzt. Mission Critical Message. Was haben wir denn da? Erstmal hier markieren. Was haben wir denn hier? Updated. Oh, ich krieg 25.000 Credits mehr auf die Hand, wenn ich in 2 Minuten da bin. Das schaffe ich nicht. 2 Minuten. Was habe ich hier in 2 Minuten bin? Könnte eng werden. Jetzt haben wir 20:56 Uhr. Wenn ich jetzt vom Gas gehe, hart vom Gas. Eine extra Runde drehe. So, ein bisschen mehr Gas. So, ein bisschen mehr Gas. Ja, bis ich da bin, ist schon eine Minute rum. Schaffe ich nie und nimmer. Eine Minute. Mehr Gas. So. 4, 3 und rein. Jetzt muss ich mich aber beeilen.
Contacts request landing. Gorbatku Enterprise. 4-5 confirmed. Easy life, easy money. Was ist denn da gerade passiert? Ist da gerade jemand... Ist da gerade jemand gegen die Hülle gekracht oder was? Boom! So, 4-5, lass sehen. Ich muss die Mission abgeben! Ich glaube, ich komme zu schnell rein. Oh, shit. Rückwärts! Es kommt davon, wenn man so schnell reinfliegt. Mission! Ich habe einfach so ein fettes Schiff. So. Einfach gerade auf zu. Incoming mission critical message. Ja, zu spät, weiß ich schon. Heißt, jetzt wäre ich da. Die 10 Sekunden hätte ich euch auch noch sparen können. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Blöden Penner. Oh. Nein, keine Signalsuche, kein Bock. 9000, wow. Ich gönne mir heute richtig. Wo muss ich dafür hin? Darüber. Muss ich dafür hin? Auch darüber. Hm. 40.000. Das ist schon ein bisschen mehr. Ja, da muss ich aber wieder komplett zurückfliegen, wo ich hergekommen bin. So ungefähr. Nein. Mining, das hier. Das wäre geil. Was haben die für Schiffchen? Okay. 87.000, was ist denn das nächst teurere? 17 Millionen. Gönne ich mir. Restock, alles restockt. Ja. Le Navigation. Wohin zuerst? 1, 2 Sprünge, 1 Sprung, dann darüber. So, da kommt die nächste Truppe angeflogen. Die hat auch noch maximal 300 mit dem Ding. Letztes Schiff ging 400, die Cobra. Ja, was soll's. So. Easy life. So, erstmal schön Mission abgeben. Wie weit ist die weg, die Station? 4000 Lichtsekunden. Dann gib mal Gas. Sonst dauert es jetzt ein bisschen. Ich schau währenddessen ein bisschen Stay. Was machst du so nebenbei? Slow down? Was? Warum?
Nix Slowdown. Da ist doch nix. Gib Gas. Stay fliegt noch ein bisschen vorsichtig aus dem Hangar. Und er fährt durch die Einbahnstraße, sprich durchs Rote. Boah, wenn ihm jetzt ein Schiff entgegenkommt, das wär's. Schade. Schade, dass man nicht so hupen kann, so meh. Wobei, Weltraum, da hört man nichts. Theoretisch. Man sollte gar nichts hören. In allen Star Wars und Star Trek Filmen sollte man eigentlich, sollte es im Weltall eigentlich sich so anhören, wenn was explodiert. Hörst du das? Diese riesige Explosion? Ja, man muss ja den Film irgendwie spannend gestalten, sonst... Ich bin ja voll öde, Kiki. So. Guest Installation, bester Name. Die Gastinstallation. Das bin ich eigentlich mostly harmless, oder? Ja. A new era. A new era. Neues Signal gefunden, hinter mir irgendwo. Was fliegt denn da? Hallo? Freund oder Feind? Ich bin schwer zu schnell. Niemals auf 5 Sekunden droppen. Ich mache jetzt eine Kurve. So. Wunderschön. Wurde ich gerade verfolgt? Nee. So, 7 Sekunden, das muss reichen. So. Ab 6 Sekunden wird schon kritisch. Wenn man so anfliegen würde. Wer bist denn du? Wer bist du? Ah, New Era. Oh. Wurde dir schlecht? Hm? Ist ja nichts dabei. Und rein damit. Und Docking Request. Thank you. 23. Landing Pad 23. Mhm. Und eine gemütliche Kurve. Komisch, die quatschen mich nicht voll, dass ich zu schnell bin. So, 23 ist ziemlich weit vorne oder hinten? Ach, da vorne, okay. Perfekt. So, refuelen, mission. I trust in your services. Of course. Zack. 40k ungefähr. 15 units of bromelage.
akzeptieren. Fast 300.000, dafür mache ich alles. Was? Wenn ich schon dabei bin. So. Jetzt muss ich aber, bevor ich das hier mache, kurz auf Outfitting. Hardpoints. Was baue ich dafür raus? Die Cannon? Den Beamlaser? Den Burstlaser? Oder die Cannon? Was ist wichtiger, die Schilde wegzubekommen? Dann haue ich den Burstlaser raus. Was hat denn der? Power 3064, 1,1. Damage 1,2, Damage per Second 12,5. 6,4. Rose Chop. Thermal. Nicht Puls. Ich will Thermal. Mining Laser. Bye. Yes. Kommt jetzt hier ein Mining Laser rein? Und statt dem Interdictor, wo haben wir ihn? Ah, Refinery. Lass mal kurz sehen. 5 Slots. Kostet 340. Wenn ich den kaufe, kostet nur 260. Ne, ich behalte mal ein bisschen Geld. 4 Slots müssen reichen. Ich brauche die Limpets. Und zwar statt dem Interdictor. Nein, ich will nichts hacken. Ich will einfach nur Collector Limpets, yes. Wie lange halten die? 600 Sekunden. Ja. So. Dann gehen wir mal ganz kurz hier auf die Fire Groups. Collector Limpet Control kommt hier weg. Mining Laser auch. Mining Laser ist hier auf der 1. Und Collector Limpets 2. Im zweiten Feuermodus. Restock Collector Limpets. Und zwar so viele wie es geht. Dann gehen wir noch die eine Mission ab. Schau mal ganz kurz auf die System Map. Gibt, kann ich überhaupt was farmen? Ja. Nice. Ich wäre sogar gleich dafür bereit. Leider muss ich jetzt. Die muss ich noch abgeben, damit mein Cargo Space. Okay, ich flieg dann wieder zurück. Hin und zurück. Weil die eine Mission, die gibt fast 50.000. So. So, perfekt. Ah, ich kann noch nicht. Ja, wann kauft sich Stay denn ein anderes Schiff? Ich glaube, er hat noch keine Station gefunden, wo das angeboten wird. Das, die Cobra. Ich empfehle sie ihm mal. Mit 4 Waffenslots und 16 Tonnen Tragekapazität ist sie schon ziemlich gut. Wo fliege ich denn hin? So. Weiter geht's. Das Ziel in dem Spiel ist eigentlich nur Credits verdienen. Wird gerade im Chat geschrieben. Stay, du kannst das Schiff auch ausbauen. Da hat er recht. Vor allem
Schiffe mit 5 Waffenslots, da kannst du sowohl 4 Feuerwaffen reinbauen und einen Mining Laser. Dann bist du ganz gut. Bist ganz gut ausgerüstet. Und er kauft sie sich 100 Pro. Die Frage ist, behält er sein altes Schiff oder verkauft es? Ich würde es verkaufen, das bringt nicht so viel. So, wo muss ich hin? Einmal drehen. So. Ja, nicht in die Sonne. So. Ah, hat sich's gekauft. Nice, nice. So, bis zum nächsten guten Schiff muss er jetzt 3 Millionen sparen. Weil das ist ziemlich teuer, das nächste Schiff. Oder hol sich eins dazwischen, was ich nicht gesehen habe. Wer weiß. So, vom Gas. Schön vom Gas. So. Ist die Musik schon aus? Ja. Ich mach mal hier an. Ich mach mal vor. Echt jetzt? Ich stell grad die Musik ein. Mädel. Okay, eigentlich hätte ich es geschafft. Gut, wer will auf die Fresse? Zwei Kilometer ist er weg. Schild wegmachen. So, ich gehe mal auf die Power Plant. Na, wo ist er denn? Scan mich denn da? Kommt jetzt die Authority? Ich muss mich besser drehen können. Die greifen ihn an, oder? Hoffe ich doch. Ja, die greifen ihn an. Sehr schön. Ah, 5000. Dankeschön, Freunde. Wer seid ihr denn? Ja, Authority Vessel. Nice. Gut, wo war ich? Ach ja. Cobra habe ich die eine oder andere Mille gesteckt. Ja, ich auch. 3 Mille, um genau zu sein. Dann war meine Cobra 3,5 Mille wert. Dann habe ich aber noch 2 Mille gespart. Und davon habe ich mir dieses kleine, schöne Schiff gekauft und davon auch wieder ein bisschen was reingesteckt. So eine Mille mindestens bis jetzt. Slow down, oh nein, was mache ich nur? Ich gehe doch Vollgas jetzt. So. Ja, der Planet, der zieht mich zu sich. Ist nicht so gut.
So, 10, 9, 8, 7, 6. Perfekt. So und nicht anders. Lande an Flug und dann fliege ich wieder zurück und gemein. Weil hier. Warte, Transactions. Fast 300k. Mache ich gern. So, jetzt muss ich hier nur wieder den Eingang finden. Ist der oben? Ne, da unten. Da ist er. Welcome to George Lucas. George? Echt jetzt? Das Ding heißt George Lucas? So. Landing Pad 20. Jetzt mit dem mal rausfliegen. So. 20 sehe ich hier. Naja, ich bin careful. So. George Lucas. Oh, nice. 440. So, am besten eine Mission, wo ich wieder zurückfliegen muss. Na, zurück, habe ich gesagt. Warte, was muss ich bis jetzt meinen? Osmium? Ne, Oxygen und Bromelit. 2 units of Osmium. 2 units sind 2 units. Das ist nix. Bromelit. Hunderttausend für 6 units. 15 units. Ne, ich nehme nicht zweimal dasselbe. Muss ich dafür hin? Nee. Nee, nee, nee. So. Contracts. Jo, 5000 hole ich mir auch noch. Was habt ihr hier für Schiffchen? Da, meine alte Viper. Nee. Cobra. Das ist die Viper. Die hat 2, 2. Die hat auch 4 Waffenslots. Der hat nur 2. Der hat Medium und Small. Der hat 4. Der hat einen großen, 4 kleine. Der hat 5. 6 Utility Mounts. Der hat 5. Okay, das ist der teuerste, den sie hier haben. Der sieht aber auch voll cool aus. So, Exit. Jo. Navigation George Lucas. Alter, bester Name. Gut. Navigation, Map, zurück. Hä? Achso, ich muss es hier auch das abgeben. Ich fliege am besten hier hin. Oder wie sieht dieses Themen-Map aus? Haben die hier auch Asteroiden? Dann mache ich es gleich hier. Jo, haben sie. Was hat denn der hier? Ich brauche Metallic. Metallic Rich. Jo. Markieren. So. Schlüsschen. So. Perfekt. So.
Okay. So. Okay, wie ich hier gerade lesen kann, Laser ist gut für Schilder kaputt machen, mehrfach geschützt für den Rest, ja. Okay, 2 Tage. Nee, so lange will ich hier nicht reisen. So, Bromelet, Liquid Oxygen und Osmium brauche ich. Ah, mit 23 Limpets. Ich hoffe, ich kriege das hin. Weiß nicht, was das da sein soll. Weg damit. Fire Groups. Ich werde die, glaube ich, nochmal neu zuordnen. Cannon. Und ich lasse jetzt erstmal so drin. 2, 1. 10 Minuten. Na, ja, gib mal Gas. Frage ist, was macht Stay jetzt für Mission? Jetzt sind es noch 2 Minuten. Warte, war das der innere Gürtel oder der äußere? System Map. Sieht aus wie der äußere, der metallisch ist. Inner Radius 126. Ich glaube, Ring A ist der innere. Der äußere ist Rocky, also der äußere ist der braune. Ja. Also muss ich innen farmen gehen. So, Feuermodus, Mining Laser und Collector Limbits. Sehr schön. Die Musik passt voll. Das ist der 2-Stunden-Track. Warte, ich kann gerade nicht schauen, weil ich jetzt noch 11 Sekunden habe. 10, 9, 8, jetzt runter. 2 Stunden Space Trance. Easy. Feels good, man. Erstmal chillig farmen gehen, gibt 260 und dann noch die anderen 150 und so, da ist er schon. Ich will ein bisschen hoch, damit ich den Asteroidengürtel mehr sehe. Und am besten zu einer sonnigen Seite, nicht in Schatten. Der innere, wen haben wir denn da rumfliegen? Viper. Clean. Edda. Deadly. Clean. Alle clean. Ich fahre hier irgendwo auf der hellen Seite, nicht da hinten, wo die Abbaustelle ist. Wer fällt mich denn jetzt hier? Direct heißt make it easy on yourself, yo. So, alles auf die Schilde. Wo ist er denn? Ich sehe ihn gar nicht. Da oben. T. Under attack. So, was mit deinem Schild? So, Kanonen, do your thing. 95 Schuss. Ich muss näher ran. So, schön auf die Powerplant schießen. Die waren ja nicht sehr lang online.
Nein, das ist mein Reward. Den klemmt kein anderer. So, haben wir so ein bisschen auf Energie. Auf die Waffen. Ja, 35.000 nehme ich gern. So. Wo war ich? Ach ja, beim Farmen. Frameshift Drive charging. Ready to engage. Also, Throttle up. So. 4, 3, 2, 1, engage. So. Easy, Boys, easy. Einfach hier reinkrachen. Ich fahre einfach hier im inneren Ring. Impact? Nö. So sehe ich nicht, ob es näher kommt. Was haben wir hier? Nee, da fliege ich nicht hin. Ich nähere mich vorsichtig. So. Weil hier fahren bestimmt keiner. Der kämpft auch gerade. So.